Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ihr seht hier schon drei Komponenten, um die es heute geht. Und zwar meine Go 3, ein Kabel und ein Android-Smartphone. Und dabei stellt sich ja direkt die Frage, kann man eine Go 3 mithilfe eines Kabels an ein Android-Smartphone anschließen und dann auch noch auf die Daten, die auf der Go 3 gespeichert sind, zugreifen? Die Antwort lautet ja. Man kann. Denn wenn ihr eben aufgepasst habt, ihr seht, die Kamera ist im U-Disk-Modus und die App hat die Kamera als Quick-Reader erkannt und ich bin nicht im Wi-Fi mit der Kamera verbunden. Aber, wie ihr seht, das Album füllt sich und ich kann entsprechend auf die Dateien zugreifen, sie bearbeiten, in eine Story einbinden oder halt eben auch kopieren. Was es dabei zu beachten gilt, darum geht es heute in diesem Video. Da ich die Kamera jetzt schon mal mit der App verbunden habe, lasst mich euch direkt auf zwei wichtige Einschränkungen hinweisen. Erstens, ihr könnt in diesem Verbindungsszenario keine Aufnahmen aktiv steuern. Also ihr könnt sie nicht überwachen, ihr könnt keine Aufnahmeparameter einstellen, aufnehmen funktioniert nicht. Und als zweites, ihr könnt euch nicht den aktuellen Stand der Firmware anschauen, die auf der Kamera läuft, genauso wenig wie euch der aktuelle Zustand des Akkus angezeigt wird. Ihr könnt auch so nicht über die App die Firmware updaten. Diese Verbindung ist wirklich nur dazu nützlich, auf die Dateien zuzugreifen und sie auf das Smartphone, also in die App zu kopieren. Das müsst ihr zwangsläufig nicht mit der App unbedingt machen, denn da die Kamera jetzt als externes Speichergerät eingebunden ist, habt ihr bei Android auch die Möglichkeit, ihr seht es hier nochmal, USB-Speichergerät, mit dem ganz normalen Dateimanager auf den Speicherbereich der Kamera zuzugreifen und die Dateien dementsprechend zu kopieren. Das lohnt sich aber nur für die Standard-Videoaufnahmen. Persönlich gehe ich dann eigentlich trotzdem den Weg über die App, weil dann habe ich den Story-Editor, ich brauche nicht noch ins andere Verzeichnis zu kopieren. So ist man da auf der sicheren Seite. Der dritte Punkt, auf den ihr achten solltet, ist, wenn ihr jetzt diese Verbindung beenden wollt, zieht bitte nicht einfach das Kabel ab, geht aus der App raus und nutzt das Speichergerät abmelden eures Smartphones. Damit geht ihr auf jeden Fall sicher, dass kein aktiver Zugriff auf irgendeine Datei mehr erfolgt und beim Abziehen des Kabels die Dateien nicht beschädigt werden. Die Kamera schaltet sich danach automatisch aus. Kommen wir also jetzt zu der ganz trivialen Frage, was benötigen wir, um mit dem Handy auf die Go 3 zuzugreifen und dabei keine Wi-Fi-Verbindung zu verwenden? Ganz klar, das eben schon gezeigte Kabel. Dieses Kabel ist allerdings ein besonderes Kabel. Nicht, weil es so kurz ist oder weil es zwei USB-C-Stecker hat, das ist relativ trivial. Nein, es ist außerdem ein USB 2.0 kompatibles Kabel und darauf müsst ihr achten. Das Kabel, das ihr verwenden wollt, sowohl um die Go 3 an das Smartphone anzuschließen oder an den PC, muss ein USB 2.0 Kabel sein. In der Regel sind Kabel, die zum Beispiel Schnellladeprotokolle unterstützen, wie Power Delivery, nicht kompatibel, denn zum Unterstützen dieser Schnellladeprotokolle ist das PIN-Layout ein anderes. Euer Smartphone sollte mindestens OTG unterstützen, also on the go ein Speichermedium einbinden können oder den USB-Host-Modus voll unterstützen. In der Regel unterstützen die meisten Smartphones aber OTG und damit seid ihr dann ganz gut bedient. Bei der Go 3 kommt es darauf an, vor dem Anschließen auf einen bestimmten Betriebszustand zu achten. Und dazu schaut jetzt gleich mal, wenn ich sie einschalte, ganz genau auf das Display. Und zwar schaut auf die obere rechte Ecke, in dem die Status-Icons zu sehen sind. Ich werde die Kamera jetzt einschalten und euch dann auch die Bedeutung der Symbole einblenden. Aber achtet bitte hier oben auf die obere rechte Ecke. Und da haben wir schon das erste Symbol. So, und jetzt ist ganz entscheidend, dass dieses erste Symbol, das die Bluetooth-Verbindung repräsentiert, verschwindet, so wie jetzt. Bluetooth-Verbindung, ja, das ActionPod greift im ersten Moment auf die Go 3 per Bluetooth als eine Art Statuskanal zu. Wenn die Go 3 sich im Dock befindet, sollte die Verbindung aber komplett über die Connector-Reihe stattfinden, spart auch Strom. Und nur in diesem Zustand werdet ihr vom ActionPod beim Anschluss an den PC oder an das Handy die Auswahl zwischen U-Disk-Modus oder nur Laden bekommen. Wenn ihr also mal Probleme habt, die Go 3 mit dem Kabel an PC anzuschließen und es blinkt zwar, aber der U-Disk-Modus kommt hier nicht hoch,
dann ist der Grund dafür sehr wahrscheinlich, dass das ActionPod keine richtige physikalische Verbindung zur Go 3 hat. Dann sollte man die Kontakte hinten mal reinigen, weil es kann trotzdem sein, dass gezeigt wird, dass die Go 3 lädt und dass sie eingeschaltet ist, aber dann sind nicht alle Kontakte vollständig verbunden. In diesem Zustand ist es jetzt kein Problem, die Kamera mit dem Handy zu verbinden. Ja, ihr seht, jetzt ist das Bluetooth-Symbol wieder da. Die Vorschau trotz blauem Untergrund wird dann noch etwas blockiger. Das sollte sich jetzt gleich aber auch wieder geben, denn ansonsten habe ich jetzt den Vorführeffekt und mein Telefon erkennt zwar, da wird was angeschlossen. Android erkennt, da ist ein Gerät angebunden, das ich mit Strom versorgen kann. Aber hier ist weiterhin das Bluetooth aktiv und ich sehe dementsprechend kein UDisk-Mode-Request da. So, was kann man da machen? Erstmal nimmt man die Verbindung wieder weg. Kann ein bisschen an der Go 3 wackeln. Meistens nehme ich sie mal kurz raus. Reibe über die Kontakte. Setze sie wieder ein. Und versuche das Kabel mit möglichst wenig Erschütterung anzubinden. Und das müssen wir jetzt ein bisschen zurechtbiegen. Es ist immer noch ein bisschen steif. So, und wenn jetzt das Icon verschwunden ist und ich die Kamera anschließe, dann kommt der UDisk-Mode. Und mein Telefon zeigt mir an, ich habe ein Speichergerät gefunden, das habe ich angebunden. Ich kann die App starten. Und ich kann auf meine Videos zugreifen. Das war's zum Thema Kabelverbindung.